Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele. Es ist wieder Wochenende, beziehungsweise steht das Wochenende so gut wie vor der Tür und es ist Zeit für ein neues Journal. Dieses Journal sehr importspiellastig, also viele News aus den USA. Das liegt einfach in der Natur der Sache, denn es ist GenCon-Wochenende. Und dementsprechend vieles kommt in den USA raus und dementsprechend vieles Interessantes ist auch unterwegs und hoffentlich auch demnächst unterwegs zu uns hier nach Europa. Nichtsdestotrotz haben wir aber die erste Nachricht aus Deutschland und zwar Iron Games. Bernd Eisenstein hat, ist im Grunde ja auch schon fast schon eine kleine Tradition, immer so ein paar Monate vor Essen, Pre-Order für seine Neuheit im Eigenverlag, ja, ein, doch ist es ein Eigenverlag, Iron Games und dieses Mal ist es Phalanx mit Doppel-X und kann man ab sofort vorbestellen. Das Spiel angesiedelt in der Antike. Ist wirklich brandneu, die News. Also, ich habe es vor einer knappen Dreiviertelstunde erst gelesen, deswegen habe ich noch keine Regel oder so mir angeguckt. Einfach erstmal einen Blick so auf die Box im Netz geworfen und das sieht ganz interessant aus. Kostet 29,99 Pre-Order-Preis und Vorbesteller bekommen eine Erweiterung für das Kartenspiel Peloponnes dazu. Fantasy Flight Games. Fantasy Flight Games hat eine ganze Reihe Neuheiten angekündigt und fangen wir direkt an mit der ersten. Im Grunde auch, es wurde schon vor ein paar Monaten mal gemunkelt, es ging mal so ein Boxfoto über Twitter und man fragte sich, kommt das nicht? Es kommt und zwar Arkham Horror The Card Game. Angesiedelt natürlich im Lovecraft-Universum, Lovecraft-Mythos rund um die City of Arkham. Ich denke, basierend auch auf dem Brettspiel Arkham Horror, das ja nach wie vor ziemlich stark läuft bei Fantasy Flight. Es ist ein Living Card Game, angekündigt bisher die Grundbox und dementsprechend wird es aber auch Erweiterungspacks in Kürze, denke ich, geben oder in Kürze angekündigt werden. Ja, die nächste Fantasy Flight Neuheit, die angekündigt ist, ist Doom. Doom kommt wieder, kommt sowohl oder ko gibt es schon, meine ich, auf Konsolen und PCs und jetzt auch wieder auf dem Tisch. Vor langer Zeit will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist, ja doch, es ist fast 10 Jahre her, vielleicht sogar plus minus, gab es Doom, das Brettspiel, oder beziehungsweise Doom the Board Game bei Fantasy Flight und Heidelberger, als taktisches Skirmishing-Brettspiel, auch mit Miniaturen und so, werden einige sicherlich oder viele auch noch kennen und galt so ein bisschen auch als Vorläufer von Descent. Also wie gesagt, vor Descent. Und Descent hat dann viel vom Kampfsystem und so weiter übernommen. Auch diesen Overlord-Modus und, und. Nun, wie gesagt, ein Remake und das Remake basierend auf der Version von Bethesda Software, also dem aktuellen Doom-Teil. Mehr weiß ich nicht, ob eine deutsche Lokalisation stattfindet, weiß ich auch nicht. Ich würde zu diesem Zeitpunkt erstmal annehmen. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Außer, dass die Figuren natürlich wieder ganz schick aussehen. Ja, und dann ein neues Brettspiel, ebenfalls angekündigt, jetzt ganz frisch von Fantasy Flight, ist New Angeles. Für 4 bis 6 Spieler spielt das Ganze im Android-Universum. Also so ein bisschen Dark Future, Konzerne, Cyberpunk, also was zumindest diesen Hacking-Teil angeht. Android Netrunner ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, das LCG. Hier gibt es ein Brettspiel. Jeder Spieler übernimmt die Leitung eines Megacons und muss so viel Geld wie möglich scheffeln und dabei clever verhandeln, seinen Gegner manipulieren, in den Rücken fallen und, um schließlich als der gierigste und erfolgreichste Konzernboss dazustehen am Ende. Ist wie gesagt für 4 bis 6 Spieler und lässt allein darauf schon schließen, dass es ein Spiel mit einem hohen Verhandlungsanteil sein könnte, denn das ist ja oft bei diesen Spielen, die ein bisschen mehr Spielerzahl erfordern, denn zu zweit machen die meisten Verhandlungsspiele eben wenig Sinn. Ja, dann sind wir wieder in Deutschland und zwar bei einem ganz neuen Verlag im Süden, Games Up. Games Up veröffentlicht The Arrival. Und zwar schon Anfang September kommt dort The Arrival raus von Martin Wallace. Es handelt sich um ein Remake des alten Warfrog-Spiels Mordred. Allerdings ist die Handlung von Wales verschoben worden auf die irischen Inseln und spielt da in der irischen Mythologienwelt, wo jeder Spieler einen Stammesfürsten übernimmt. Der kämpft gegen die Ankunft oder den Einfluss von bösen Dämonen oder dämonenartigen Wesen auf der Insel oder Dämonenfürsten. Und
Ja, sehr gespannt. Das Spielbrett kann man schon bei Facebook begutachten und das sieht schon mal sehr stimmungsvoll aus. Ja, dann ist es Martin Wallace, dann sind es die britischen Inseln, trifft alles schon ziemlich meinen Nerv. Ja, bei Gale Force 9 angekündigt, Tyrants of the Underdark im D&D-Universum und da so in diese, ja, Underdark rein, in diese Dunkelelfen-Dritz-Richtung, ein Deckbauspiel mit Strategie. Elementen und Spielbrett, also kein reiner Deckbilder, aber Deckbuilding-Elemente werden genutzt, um auf dem Spielbrett zu agieren, sag ich mal. Man hat sein Deck auf der Hand, kann sich entscheiden, kaufe ich neue Karten, lege ich alte Karten ab oder versuche ich alte Karten loszuwerden, ganz wie man es halt eben vom Deckbuilding kennt. Ich kann aber auch meine Karten eben ausspielen, einsetzen und auf diese Art zum Beispiel Einheiten und Heere auf dem strategischen Spielbrett platzieren, um so dann wieder an der Vorherrschaft mitzuarbeiten. Es sieht sehr stimmungsvoll aus, düster gezeichnet alles und ist auf jeden Fall ein Blick wert und da bin ich schon ziemlich gespannt drauf. Ja, gehen wir rüber zu Geek Attitude Games. Da erscheint ein Spiel namens Not Alone. Not Alone ist vom System her, dieses alle gegen einen, asymmetrisch, Staatsvoraussetzungen und die Spieler, die gegen den einen spielen, landen per Notlandung auf einem Planeten, der zwar klassifiziert ist mit der Klasse M, also für Menschen geeignet zum Überleben, aber eben nicht nur für Menschen, sondern auch von einer Kreatur, die dort kräftig von ihrem Hausrecht Gebrauch macht und versucht, die Spieler so schnell wie möglich zu dezimieren. Nun geht es also praktisch für die Kreatur darum, die Spieler einzudämmen, sage ich mal, und zu dezimieren. Und für die anderen geht es darum, zu überleben, zu erkunden und durchzuhalten, bis Hilfe kommt. Das Ganze mit wirklich schönem Artwork unterlegt, was man so auf der Homepage sehen kann des Verlages. Also da denke ich, kann man schon Spaß mit haben. Ja, dann sind wir wieder in Europa. Hurricane oder Hurricane veröffentlichte vor 10 Jahren, das ist diesmal einfacher sich zu merken, Mr. Jack. Ein Zweierspiel mit Deduktionsaspekt, so ein bisschen in Richtung Cluedo, Fury of Dracula und bisschen dieser Heimlich- und Co-Mechanismus, dass man also nicht genau weiß, wer jetzt unter welchem Spielstand ist. Das Ganze für zwei Spieler. Unheimlich genial gelungen damals, so ein Spiel für zwei Spieler umzusetzen. Das ist ja nicht ganz so einfach, wenn man wirklich mal so an die bekannten Verdächtigen wie Scotland Yard, Cluedo, Whitechapel und Co. denkt. Das ist ja, sind ja alles eher Spiele, die zu zweit nicht so viel Spaß machen, mir zumindest oder uns hier beiden zumindest. Bei Mr. Jack ging das wunderbar und ganz genau 10 Jahre her ist es, weil in diesem Jahr erscheint eine 10th Anniversary Edition mit neuem Artwork und bisher allerdings nur auf Englisch angekündigt. Hoffen wir mal, dass da noch was Deutsches kommt. Wind Rider Games ist ein Studio, das zu Asmodee gehört und anscheinend dafür zuständig ist, alte, lange nicht mehr erhält oder längere Zeit nicht mehr erhältliche Europerlen wieder zu veröffentlichen. Jedenfalls kann man sich vorstellen, dass das so ist, wenn man das sieht, was bisher gekommen ist, beziehungsweise angekündigt ist. Gekommen ist ein Remake, auch mit neuem Artwork von Ra, Rainer Knizias Auktions, ja, Klassiker kann man eigentlich schon sagen. Es war immerhin Alea Nummer 1. Und Citadels. Citadels, hierzulande eher bekannt als Ohne Furcht und Adel, damals bei Hans im Glück erschienen oder auch über ziemlich langen Zeitraum erhältlich bei Hans im Glück. Bruno Faidutti, viele werden es kennen, großartiges Kartenspiel, wie gesagt, Neuauflagen bei Windrider. Ja, dann kommen wir zu Gridling Games. Gridling Games sorgten vor 2 Jahren oder ja doch vor 2 Jahren für Aufsehen mit Quartermaster General, ein Spiel, angesiedelt im Zweiten Weltkrieg, bei dem es eben nicht um die eigentlichen Kämpfer an der Front ging, sondern es ging um die Versorgung. Die Versorgung der Truppen, Versorgungslinien und. Natürlich auch um Area Control in dem Sinne, aber wie gesagt, eine ganz andere Herangehensweise und für bis zu 6 Spieler spielbar. Und das in ungefähr 90 Minuten bis 2 Stunden. Und das ist ja schon mal bei Spielen dieser Art auch eher eine Seltenheit. Nun erscheint Victory or Death. Und das Ganze ist angekündigt als ein Spiel, das das System Quartermaster General nutzt, auch was die Karten angeht und was das also eigentliche Spielprinzip angeht. Das Ganze aber in eine andere historische Epoche verlegt, nämlich in die Zeit des Peloponnesischen Krieges. Also der Krieg der Ideologien, Athener gegen Sparta. Durchaus interessant und
ganz bestimmt einen Blick wert. Ja, und nochmal Gridling Games. Gerade angesprochen, Quartermaster General schon erhältlich für dieses Spiel, ist die zweite Erweiterung inzwischen. Alternate Histories. Alternate Histories bringt die Möglichkeit, ins Spiel Frankreich und China zu spielen und das Ganze so ein bisschen so einem What-If-Charakter zu geben, sage ich mal. Und könnte durchaus interessant sein für Fans dieses Spiels. Ein Thema neben dem Planeten Mars, das in diesem Jahr doch angesagt zu sein scheint, sind Spione oder Agenten oder Kalter Krieg, wie auch immer. In diesem Spiel, es geht um Covert, Network of Spies, geht es darum, sein Agentennetzwerk über Europa auszudehnen, um möglichst effektvoll einzusetzen. Und das Spiel nutzt dazu Programmierung von einzelnen Spielzügen und also Simultaneous Action Selection zum Beispiel oder halt verdecktes Einsetzen, hat dabei noch so ein Worker Placement Element. Klingt alles sehr interessant und allein das Cover macht zumindest mir schon mal eine Menge Lust, dieses Spiel auf den Tisch zu kriegen. Ja, und wieder London und wieder so ein bisschen in der Art Undercover, wobei es hier aber wieder eher um dieses Alle gegen einen geht, ist London Dread, ein Spiel aus Dänemark von einem dänischen Verlag, der eher angesiedelt ist im viktorianischen Horrorbereich. Die Spieler jagen die böse Kreatur, verfolgen die Blutspur durch London, müssen Hinweisen nachgehen und also wir haben also wieder so eine Mischung aus Deduktion, Scotland Yard-Effekt vielleicht. Und auch hier stimmungsvolles Artwork. Und es soll eine App geben zu dem Spiel, die durch Geräuschszenerien, Geräuschkulissen das viktorianische London atmosphärisch entstehen lassen soll. Das finde ich ja schon mal hochinteressant. Und weil es so schön ist, nochmal London, Beyond Baker Street. Natürlich auch hier Deduktion im Mittelpunkt, denn Baker Street, Sherlock Holmes, alles klar. Es geht darum, die Spieler suchen sich einen Fall aus, bekommen Hinweiskarten, sehen aber ihre Hinweiskarten nicht, sehen dafür die Hinweiskarten der anderen. Das Prinzip kennt man, das ist jetzt nicht neu, wenn man es an Hanabi denkt und so. Und das Ganze aber dann im viktorianischen Sherlock Holmes Gewand und ich denke aber schon noch mit dem ein oder anderen Kniff dabei, um sich abzuheben. Auf jeden Fall sieht es auch hier grafisch schon mal sehr schön aus. Ja, und noch eine Erweiterung angekündigt, diesmal von Ares Games, und zwar für War of the Rings Second Edition. Ich hoffe, das kommt auch auf Deutsch raus. Und zwar Warriors of Middle-Earth. Warriors of Middle-Earth bringt 48 neue Miniaturen, die bisher eher so auf Ereigniskarten oder auf Karten, die man ausspielt, zum Zuge kamen. Wie zum Beispiel auf der Seite der Guten die Ents, die man in Zukunft als Miniaturen direkt nach Rohan bringen kann, um dort Rohan zu befreien. Oder die Dark Corsairs, die die also hoch nach Mordor ziehen, um dort praktisch Sauron zu unterstützen. Also von allem mehr Möglichkeiten, neue Karten, neue Action Dice und vor allen Dingen 48 neue Miniaturen, um dieses großartige, stimmungsvolle Spiel weiter voranzubringen und noch mehr Tolkien und Mittelerde-Feeling auf dem Spieltisch zu bieten. Ja, und zum Schluss wie immer die Comics. Da haben wir zwei News vom Panini Verlag. Und zwar erscheint da diese Woche einmal Deadpool Cable Split Second. Sehr erfolgreiches Team-Up der beiden. Da gibt es ja unendlich oder unheimlich viele Hefte. Ich glaube, in den USA sind es drei wirklich dicke Trade-Paperbacks, die dieses Deadpool Cable zusammenfassen. Das sind, glaube ich, insgesamt also weit über 1500 Seiten. Und hier erscheint jetzt Deadpool Cable Split Second. Es geht um Zeitreisen, aber in welche Richtung, warum, wie, wo, das wird man sehen. Ja, und zum Schluss noch einmal Panini. Wie angekündigt, da erscheint Punisher Kills the Marvel Universe von niemandem geringeren als Garth Ennis. Neuauflage eines Klassikers, Slapstick, Comic, Superhelden, Action par excellence, wenig Story, viel Effekt, aber witzig, denn schließlich Mr. Ennis und weil Humor kann er eben und dazu, weil das Ganze ein etwas dickeres Trade Paperback ist dieses Mal, wobei die Ennis-Story ja doch eher kurz ausfällt, ist eine vierteilige Miniserie namens, muss ich jetzt tatsächlich mal gucken, The Marvel Universe vs. The Punisher, ja, von Mr. Mayberry und da bin ich gespannt, die kenne ich nämlich auch noch nicht. Das war das Journal für diese Woche. Ich hoffe, es war einiges dabei für euch, was ihr noch nicht wusstet, was euch interessiert und was euch vielleicht jetzt in euren Einkaufsplänen oder so oder in euren Plänen so, da will ich mich weiter mit beschäftigen. Das ist das,
worauf ich neugierig bin, weiterbringen wird. Und von daher, wenn das so ist, dann war das Ganze für uns schon ein Erfolg. Und wenn euch das gefallen hat hier, freuen wir uns natürlich über Likes und über Abos. Und guckt euch gerne um auf unserem Kanal. Es ist wirklich im Grunde für jeden was dabei. Ihr könnt gerne Kommentare da lassen. Wir antworten umgehend, so gut wie so schnell wir können, sagen wir mal. Stellt Fragen, was auch immer. Und wenn ihr keinen YouTube-Account habt, könnt ihr auf unserer Seite www.vp-spiele.de auch kommentieren zu dem Video. Und da braucht ihr keinen Account. In diesem Sinne, das war's. Ich bedanke mich fürs Zugucken und freue mich spätestens aufs nächste Journal. Aber bis dahin sehen wir uns bestimmt noch ein, zwei Mal hier auf dem Kanal. Macht's gut. Schönes Wochenende.